Es ist wundervoll. Immer mehr Menschen scheinen aus bisherigem aussteigen zu wollen, um sinnhaft zu leben und frei zu sein von schwerfälliger Bürokratie sowie diktatorischer, machtgieriger Unmenschlichkeit. Auch mir geht es heute wieder einmal so und ich mache mich auf die Suche nach einem Datum. Das ist der 10.8.2019. An diesem Tag erfuhr ich schon von der aktuellen Krise. Sie wurde mir angekündigt in einem meiner beeindruckendsten Channelings, welche circa 4 Stunden andauerte. Ich möchte dir die Essenz dieses Channelings heute teilen, in der Hoffnung, dass sie dir Mut macht und dich mit deinem höheren Selbst in Kontakt treten lässt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzial-Coach und Chakra-Therapeutin. Lass mich dich mitnehmen auf meinen Herzensweg, den ich heute gehe, um diese Podcast-Folge zu erschaffen. Heute ist Sonntag. Ich beginne alles zu sortieren, damit diese Folge am Mittwoch erscheinen kann. Ich war gerade mit meiner Tochter stundenlang im Wald. Wir spürten so viel Liebe zueinander und zum Leben. Hier schien die Welt völlig in Ordnung zu sein. Ein wunderschöner Waldweg durch üppige Natur, inklusiven Bächen und eines großen Sees, an dem wir eine lange Pause machten. Unser Hund Chico ist völlig ausgerastet vor Freude. So unfassbar glücklich habe ich ihn noch nie gesehen. Er flitzte die Hügel rauf und runter und driftete um die Kurven, als hätte er ein Mountainbike unterm Hintern. Und mir war zwischendurch, als würden ihn die Naturgeister zum fröhlichen Spielen auffordern. Anders kann ich mir seine Glücksexplosion nicht erklären. Es war eine faszinierende Energie in diesem Wald. Es herrschte einfach nur Frieden. Isabelle und ich sinnierten darüber nach, wie verrückt die Welt geworden ist und wie friedlich und einfach alles sein könnte. Uns kam der Gedanke, wie schön es wäre, alles herunterzufahren, um in einem Camper zu leben oder sowas Ähnliches. Zu Hause angekommen wurde ich kurz aus meiner Anbindung gerissen. Oh, ich muss mich um Steuern und Versicherung kümmern. Ich kann's nicht. Wieder einmal schiebe ich es weit nach hinten und reflektiere, wie ich mich schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit bürokratischen Dingen beschäftigen kann. Früher war ich da sehr penibel, wahrscheinlich aus dem Druck der Angst heraus. Heute interessiert mich das nicht mehr, als wären diese und ähnliche Systeme schon nicht mehr existent. Ich bekomme die Information aus dem Feld, dass sich genau diese Systeme auflösen oder vielmehr wandeln. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Doch diesen Fehler habe ich schon mal gemacht, Informationen aus dem Feld wegzuschieben, weil mein Verstand das Wie nicht greifen kann. Ich erinnere mich an den 10.8.2019. Da zeigte mir ein 4-stündiges Out-of-Body-Channeling sehr eindrucksvoll, dass sich alles wandeln und auflösen wird. Unsere gesellschaftlichen bekannten Strukturen sowie unser Finanz- und Bildungssystem. Ich durfte nicht nur hören, sondern erleben, wie sich alles wandeln wird und wie sehr das Universum uns liebt. Diese Transformation wird sehr viel innere Arbeit an uns selbst bedeuten. Da wir uns großen Ängsten ja gegenüberstehen sehen, weil wir einfach das Gewohnte loslassen müssen. Kreischend werden wir uns auf die Schuldigen stürzen, die letztendlich nur ein Werkzeug für die Transformation sind. Damals, am 10.8.2019, war von Corona und all dem Irrsinn weit und breit noch nichts zu sehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas eintreffen würde und vor allen Dingen konnte ich mir nicht vorstellen, dass es schon ganz kurz bevorsteht. Aus diesem Grund habe ich auch ausnahmsweise dieses Datum in meinem Kalender festgehalten. Der 10.8.2019 war ein Samstag. Es war abends. Ich spürte, dass etwas Großes in mir im Gange war und ich ließ es zu. Die Luft war frisch an dem Abend. Die Terrassentür stand weit geöffnet.
Ich kuschelte mich in eine Decke und schloss die Augen. Eine innere und doch von außen kommende Stimme fragte mich: Bist du bereit? Ich merkte, wie leichte Angst meinen Körper erfasste, denn die Energie war sehr eindringlich und die Frage schien rein rhetorisch gewesen zu sein, denn ohne dass ich irgendetwas sagen konnte, schoss ich aus meinem Körper heraus, hinein in reines Bewusstsein. Kurz beschlich mich die Sorge, ob ich jemals in meinen Körper zurückfinden würde. Und dann war plötzlich alles still. Das meint, meine eigene Reisegeschwindigkeit stand still. Und ich war eins mit der göttlichen Quelle und allen Bewegungen des Kosmos. Eine sehr spannende Erfahrung, in Bewegung zu sein und auch wahrzunehmen, wie um mich herum alles in Bewegung ist, doch fühlte es sich als total bewegungslos an. Auch war alles erfüllt von wunderschönen, vielfältigen Klängen, doch würde ich es eher als absolute Stille beschreiben. Genauso war alles voll von Licht und leuchtend bunten Farben. Doch müsste ich es benennen, würde ich sagen, ich befand mich eingebettet in Dunkelheit. Die Stimme und ich tauchten ein in einen stundenlangen Dialog über den Sinn und die Zusammenhänge des Lebens. Es wurde mir offenbart, dass nun ein Wandel an der Wurzel allen Übels auf unserem Planeten ansteht. Gemeint ist damit unsere Beurteilungen und Bewertungen. Denn diese erzeugen Spaltung, Machtanspruch, Gier und Ausbeutung. Während mir das gezeigt wurde, dass sich die alte Welt mit ihrem Trennungsbewusstsein zugunsten eines Einheitsbewusstseins wandeln wird, durchlebte ich die schmerzhaften Gefühle und die tiefe Trauer des göttlichen Bewusstseins. Sogar die schönen harmonischen Klänge wandelten sich in traurige, herzzerreißende Töne. Es wurde mir gezeigt, wie sehr das göttliche Bewusstsein trauert, da es jede seiner Schöpfungen liebt. Ich erfuhr, dass zu Liebe Trauer gehört und zum Erhalt des Lebens gehört Verlust und Abschied. Das sei in der materiellen Welt so, wie auch in der feinstofflichen Welt. Das göttliche Bewusstsein war in seinem Schmerz gleichzeitig voll von Liebe für uns. Keinerlei Anklage, keinerlei Schuldzuweisung. Nur Liebe, Geduld, Verständnis und Weiterentwicklung. Jegliche Energie nimmt immer wieder neue Formen ein. Und das bedeutet, dass alte Formen Platz machen oder richtiger gesagt, sich wandeln müssen. Die göttliche Quelle erschafft aus purer Liebe und ist voller Mitgefühl für ihre Schöpfungen. Mich hat diese Liebe und das Mitgefühl sehr beeindruckt. War mir vorher nicht klar, dass jedes Mal, wenn die Quelle etwas erschafft, gleichzeitig auch Abschiedsschmerz und Mitgefühl gefühlt wird. Es ist ähnlich wie eine Mutter, die ihr Kind voller Liebe ziehen lassen muss, sehr wohl wissend, dass das Leben dem Kind einige schmerzhafte Prüfungen schenken wird. Das Universum erschien mir als ein beständiges und vor allem gleichzeitiges Feuerwerk an Liebe und Schmerz zu sein. Liebe und Schmerz waren beständig, ausgewogen und gleichzeitig vorhanden. Sie waren eins. Eine meiner Fragen ließ mich unsere lebensfeindlichen Strukturen hier auf der Erde deutlich ansprechen. Ich war so geläutert zu diesem Zeitpunkt, dass mir klar war, wir befinden uns meilenweit entfernt von dem,
was der Sinn des Lebens ist. Die göttliche Quelle zeigte mir an, dass ein ganz natürlicher Wandel unserer Lebensform im Gange ist und dieser zieht sich durch alle Schichten. Es sei ganz natürlich an der Zeit, dass nun alles feinstofflicher und lichtvoller wird. Ich konnte bei dieser schönen Botschaft jedoch auch spüren, dass dieser Wandel sich wie die Zerstörung des bisherigen anfühlen wird. Die Quelle bejahte dies und zeigte mir für meinen Verstand ein greifbares Bild. Ich sah unsere Erde als eine Sandburg, die ihre Form wandelt. Sie zerfällt in viele einzelne Sandkörner, bevor und während etwas Neues entsteht. Es sind immer noch die gleichen Sandkörner, die nur zu einer neuen Form zusammenfinden. Das war beängstigend für mich und beruhigend zugleich. Das, was jetzt entsteht, wird ein ganz neues Empfinden und Miteinander für die Menschheit hervorbringen. Mehr Liebe und Brüderlichkeit. Deutlich mehr spirituelle Fähigkeiten, die uns ganz natürlich zur Verfügung stehen. Lichtvolle Kommunikation mit anderen Dimensionen. Ein wertschätzendes Sozial-, Bildungs- und Wirtschaftssystem zum Erhalt und Wohlstand allen Lebens. Entfaltung und Förderung der eigenen Talente und Interessen zum Wohle des Ganzen. Die Schwingung auf dem Planeten wird sichtbar, fühlbar und hörbar erhöht. Es ist gut möglich, dass wir lernen werden, die Liebe zu hören, als würde beständig ein kosmisches Radio laufen, so wie ich es erlebt habe in diesem Channeling. Dies sei ein natürlicher Zyklus, sowie auch das, was sich nun verabschiedet, ein wichtiger und wertvoller Zyklus war. Kein Zyklus sei weniger voll von unermesslicher Liebe und Schönheit als der andere, versicherte mir die Quelle. Ich fragte an dieser Stelle völlig unpassend, weil ich es einfach unglaublich fand, auch unser Steuersystem, das Zins- und Zinseszinssystem, muss das denn dann nicht auch alles weg? Die Quelle antwortete voller Liebe, indem sie mich ein tiefes Gefühl der Zuversicht spüren ließ und mich darauf aufmerksam machte, dass einzig der Zweifel an unserer Größe und unserem schöpferischen Einfluss Sand ins Getriebe streuen würde. Sie ließ mich ganz wertfrei spüren, wie sich Zweifel auswirkt, in der Tat knirschend, störend und unangenehm reibend. Sie sagte, wenn du dieses Steuer- und Finanzsystem nicht mehr willst, dann schaffe es ab. Wenn du Licht und liebevolles Miteinander auf dem Planeten willst, erschaffe es. Erkenne, du bist der Schöpfer. Du bist erschaffendes Bewusstsein. Nur wenn du zweifelst und im Detailbewusstsein bist, erlebst du die Schwere deines Zweifels in Zeitlupe. Erhöhst du dich und hebst dich ab vom Detail, erlebst du die Schöpfung. Dann kam sie wieder zurück, die allererste Frage. Bist du bereit? Wieder ergriff mich ein Anflug von respektvoller Angst. Sollte das wirklich alles möglich sein? Und im nächsten Moment spürte ich meinen Körper wieder und schlug die Augen auf. Danach habe ich für 2 Stunden wie ein Schlosshund geheult. Ich erinnere mich gut, ich hatte keine Tempotaschentücher und habe 2 komplette Toilettenpapierrollen aufgebraucht. Ich habe aus tiefstem Abschiedsschmerz geheult. Ich habe verarbeitet, was das alles für uns bedeuten wird, ohne dass mein Verstand irgendwas von all dem wirklich fassen konnte. Ja, und jetzt stecken wir mittendrin, in für mich gefühlter Zeitlupe.
Denn viel zu oft befasse ich mich mit dem, was da draußen los ist und gehe scheinbar zu Fuß durch jedes Detail. Der größte Umbruch der Menschheit ist in vollem Gange und wir sind noch lange nicht durch. Es gibt noch so vieles loszulassen, neu zu erschaffen, zu öffnen und zu schließen. Es scheint so wichtig zu sein, dass wir unser Bewusstsein erheben. Raus aus der Anklage, rein ins Visionäre, im Zeichen des Guten. Wir alle haben uns im vergangenen Zyklus bei unseren Kindern schuldig gemacht, indem wir ihnen aufbürden, die Welt von morgen gesund zu machen. Die Schulden, die unsere Staaten unseren Kindern und Kindeskindern aufbürden, sind eine unlösbare Zwickmühle. Das Finanzsystem, so wie wir es kennen, wird auch offiziell zusammenbrechen müssen. Und ich vermute, das wird schon im kommenden Jahr ein großes Thema sein. Die Welt wird sich wieder erholen, für und durch unsere Kinder. Aber wir können sofort mithelfen, den lichtvollen Zyklus zu unterstützen, dass er hier auf dieser Erde landen kann. Das ist zwar nicht ganz richtig formuliert, denn er ist schon längst da, doch erleben können wir ihn erst, wenn wir uns erheben. Aus dem höheren Bewusstsein heraus sind wir unangreifbare Schöpfer, frei von Angst. Wir lassen nicht zu, dass unsere schutzbefohlenen Kindern von den niederen, alten, machthungrigen und von Gier durchzogenen Kreaturen mit Stoffen verseucht werden sollen, deren Folgen wir überhaupt gar nicht abschätzen können. Diese alten Kreaturen können sich nicht mehr lange halten. Sie gehören einem alten System an. Entziehen wir diesem alten System, diesem angstbeladenen System, umgehend unsere Aufmerksamkeit und manifestieren stattdessen als schöpferisches Bewusstsein das Lichtvolle. Jetzt müssen neue Weichen gestellt werden von lichtvollen Müttern, die für ihre Kinder einstehen, von lichtvollen Vätern, die schon am ersten Tag, als sie ihr Baby im Arm hielten, sich selbst und dem kleinen Lebewesen leise versprochen haben, es für immer zu beschützen. Ja, und von uns allen, die wir den Mut haben, das Lichtvolle zu manifestieren. Ja, wir haben Fehler gemacht und da sollten wir auch immer wieder hinschauen, denn wir waren zu sorglos all die Jahre, verblendet und blind. Haben wir viel zu häufig wider besseren Wissens das Spiel mitgespielt. Jetzt geht das nicht mehr. Wir fühlen es nicht mehr. Die Verlockungen machen uns einfach nicht mehr an. Das Hamsterrad und all die dummen Ersatzbefriedigungen geben uns nichts mehr. Die Angst wird für die meisten von uns auch ein ausgelutschtes Druckmittel sein. Ich habe schon vor Wochen in meinem Umfeld gesagt, dass ich eine der größten Gefahren darin sehe, dass bald gelockert werden wird. Zwar unter erschwerten Bedingungen, doch diese würden dann einfach schleichend akzeptiert. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir weich gekocht wie ein warm gekochter Frosch. Das passiert allerdings nur, wenn wir unbewusst sind. Wir sind keine Frösche. Wir sind die Hüter des Lichtes. Und das Licht sollten wir immer hell leuchten lassen, damit der Dreck in den Ecken sichtbar wird und vor allen Dingen herausbefördert werden kann. Im Außen wie auch in uns selbst. Über das Außen können wir viel erkennen, was im Außen nicht stimmt. Doch ist es auch immer ein Hinweis, bei uns selbst zu schauen. Ist es nicht so, dass mittlerweile überall die Inzidenzen unter 100 gefallen sind? Doch weiterhin gelten Lockerungen nur für Geimpfte und Genesene? Was bedeutet das für uns, unsere Kinder, für all die, die ihren Job verloren haben, für all diejenigen, die einfach blöderweise gesund geblieben sind? Ich glaube, hier stimmt was nicht.
kümmern wir uns um unsere Manifestationsfähigkeit, die alten, manipulierenden und gierigen Machtstrukturen abzulösen. Es ist vorbei. Das Blatt hat sich längst gewendet. Ob wir die alte Regierung vorher wegmanifestiert bekommen oder ein Volksbegehren den vorzeitigen Rücktritt herbeiführt, ich weiß es nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit. Es wird nicht leicht, weil wir alle in uns selbst noch viel zu viele niedere Instinkte tragen. Diese müssen sich mit der Regierung ebenso verabschieden. Haben wir Vertrauen, ganz viel Mut sowie Verantwortung, Stück für Stück achtsam unseren Weg zu gehen, den Weg des Lichtes. Wir werden es schaffen. Erinnern wir uns, wir sind Schöpfer. Nehmen wir unsere lichtvolle Macht wieder in Besitz. Durch unsere Visionen erschaffen wir eine neue Welt. Durch unsere Entscheidungen und Taten füllen wir sie mit Leben. Die Quelle fragte mich 2019: Bist du bereit? Und heute gebe ich ihr die Antwort: Ja, ich bin bereit. Und du? Bist du auch bereit? Deine Linda.